So, das nehmen, werfen und weiter geht's. So, 3 haben wir schon von 3, 6, 8 Herzen hat er. Mein Gott. Der absolute Endgegner. Da kann ich nichts nehmen, das wird... Wow! Boah, ja, ist ja gut hier. Komm, mach mal nicht hier einen auf Mega. Kann ich jetzt hier... Muss ich jetzt hier ihm den... Nee. Ja, anfackeln? Weiß ich nicht. Und das? Ach, da... Oh, ach, da oben war Dynamit noch drauf. Ah, verdammt, das habe ich nicht gesehen. Aber jetzt, okay, okay, das wird jetzt gesprungen. So, da oben ist Dynamit drauf. Verdammt, ich brauche die Fackel. Gib mir die Fackel, gib mir die Fackel, gib mir die Fackel. Gib mir die Fackel. So, und schnell abhauen. Hier schon. Sehr gut. Das hätten wir. So. So. Wo ist die Fackel? Wo ist eine andere Fackel? Ich brauche eine Fackel. Hier ist eine Fackel. Und hoch jetzt. Zack. Und schnell abbauen in Deckung. So. Nächstes Herz weg. 3 hat er noch. Nur was jetzt? Was jetzt? Wow. Jetzt sollten wir uns ja jetzt schon ein. Okay, was sollen wir damit tun? Ihn wieder bewerfen? Ach, das sind Bomben. Die müssen wir wahrscheinlich wieder entgegen. Ja. Habe ich mir noch fast gedacht. Achso, die Kiste bleibt da. Oh nein, verdammt, jetzt saugt uns wieder ein. Ah, ich dachte, er schlägt zweimal zu. Bevor er uns einsaugt. Einmal. Wuff. So, Münzen noch schnell einsammeln, bevor die alle verschwinden. Oh, da sind viele. Ach, guck mal. Was haben wir denn hier? Noch eine Flasche, das ich noch gesehen habe. Ey, spuck die Kiste mit den Bomben wieder aus. Dankeschön. Los, 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 los. Eine nehmen. Wurf. Und das müsste es doch eigentlich jetzt gewesen sein. Und damit ist das Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Der Kraken, wahrer Pirat, war wohl nix. Dafür sind wir wahrscheinlich wieder zu oft gestorben, 72%. Naja, ich nehme es mir gar nicht mehr so übel. Es funktioniert einfach nicht. Dafür habe ich nicht ganz so die Geduld, außerdem muss ich mich viel zu sehr darauf konzentrieren, was man überhaupt gerade machen muss. Naja, dafür haben wir viele Minikits gefunden. 3 Stück, glaube ich, an der Zahl, ne? Ja, 3 Stück von 10. Sehr geil. Goldene Steine bekommen wir. Auch einen für Level abgeschlossen. Und damit ist die zweite Staffel auch schon beendet. Und das will ich jetzt tun, indem ich die letzten Abspann noch laufen lasse und die Credits. Mal sehen. Bis gleich. Huh?
Ja, und damit bedanke ich mich auch hier recht herzlich schon mal fürs Zuschauen, bevor ich das vergesse. Damit ist die zweite Staffel von LEGO Pirates of the Caribbean abgeschlossen. Ja, hier fliegen jetzt wieder ein paar Namen durch die Gegend, die ich jetzt mal nicht vorlesen. Da bin ich jetzt mal zu faul für. Tja, was gibt's zu sagen? Einfach nur geiles Spiel, muss ich sagen. Auf jeden Fall, es ist schwieriger sogar noch als Star Wars, wo ich ja schon oft sehr gefailt habe. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ich hatte jetzt erst mit dem Gedanken gespielt, dass wir jetzt erstmal die Lego-Spiele mal beiseite packen, weil ich gerne noch was anderes starten würde, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so funktioniert und wann ich das hinkriege. Deswegen würde ich sagen, wir machen weiter, wir ziehen es durch mit Staffel 3, die wird bald starten. Ich weiß jetzt nicht, wann ich diese Folge jetzt hier raushaue, aber da könnt ihr dann gespannt drauf sein. Die dritte Staffel wird kommen, die machen wir noch hinterher. Eigentlich hätte ich jetzt Lust, sogar jetzt direkt weiterzumachen. Aufnehmen könnte ich ja eigentlich schon mal. Jetzt waren für die Aufnahmesession jetzt nur ein Level, das ist ja doch ein bisschen wenig. Ich glaube, das mache ich mal. Jetzt lasse ich aber erstmal wieder die Credits hier durchlaufen für alle die, die sie lesen möchten und mich noch ein bisschen quatschen hören möchten. Ich habe aber eigentlich gar nicht so viel zu sagen hier. Tja, deswegen, was soll ich schon sagen? Habe ich schon gesagt, dass ich mich fürs Zuschauen bedanke? Ja. Ach so, ein bisschen schamlos Eigenwerbung könnte ich ja machen. Schaut auch mal ein bisschen bei meinen anderen Let's Plays rein, wenn euch dieses hier gefallen hat. Da sind ja im Moment, läuft ja Pokémon Heart Gold noch. Und was läuft noch? Ach ja, Schlag den Raab, genau. Schlag den Raab, das zweite Spiel, läuft auch noch. Ja, was ist geplant? Also, hiernach bin ich mir ganz sicher, werde ich die Lego-Spiele erstmal wegpacken. Also, wenn wir hier die dritte und die vierte Staffel gemacht haben, dann wird auch kein freies Spiel mehr kommen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt dann wird wohl die Lego-Spiele werden mir dann wohl zum Hals raushängen. Jetzt habe ich sie genug gemacht. Aber wir kommen bestimmt nochmal drauf zurück, denn es sind einfach geniale Spiele. Nicht nur vom Humor her, sondern auch vom Gameplay. Die Storys sind schön nachbearbeitet. Schön ins Lego-Feeling eingebaut. Ich finde es einfach klasse. Ja, was soll ich sagen? Soll ich noch ein bisschen was für voraus? Ach, ich weiß ja nicht, ob das alles so funktioniert. Also ich habe da noch einiges vor. Bei einem Spiel, das kommt jetzt bald raus, das werde ich mir wohl auch holen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich da ein Let's Play von mache, weil es ein sehr langes Spiel ist und das wird wohl sehr aufwendig sein. Dann hadere ich da auch noch mit einem anderen Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das jetzt so erzählen kann. Eigentlich, ich glaube, ich mache es gar nicht. Nee, ich glaube, ich überrasche euch. Ja. Warum immer gleich alles verraten? Ich lasse mir lieber auch noch den Weg offen, falls es wirklich nicht funktioniert und ich euch dann enttäusche. Dann kann ich jetzt lieber sagen, ich überrasche euch. Und wenn es dann nicht funktioniert, lasse ich es einfach weg und ihr erfahrt davon überhaupt gar nichts. Ja. So mache ich es, glaube ich. Tja, mein Gott, haben aber viele Leute wieder mitgewirkt. Bis man das alles wieder weggequatscht hat, ist schon, da muss man schon einiges zu labern haben. Tja, aber was soll ich euch erzählen, ne? Ach, nee, Leute. Da, jetzt habe ich, ach du lieber Himmel, jetzt habe ich ins Mikrofon gegähnt. Oh Gott. Das habe ich ja eigentlich immer zu verhindern versucht. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich nicht nachgedacht. Was soll's? Ich könnte ja mal wieder ein paar Namen vorlesen. Hier, Walk the Plank, was sind das? Barbarossa is Hungry, das ist, sind wahrscheinlich die Lieder oder so. Skull and Crossbones performed by Klaus Badelt. Bootstraps gab's auch noch. Underwater March. One Last Shot und He's a Pirate natürlich darf nicht fehlen. Jack Sparrow auch. The Kraken. Oder was sagt man da? Kraken? Kraken? Keine Ahnung. The Kraken? Davy Jones, Diner is Served, Tia Dalma? Ich kann das gar nicht richtig lesen. Yo-ho, a pirate's life for me. Und special thanks, spezielle Danke, Dankeswünsche gibt es natürlich auch noch zu ein paar Leuten. Und ich glaube, das war's jetzt. Jawohl.